Hey Leute, herzlich willkommen. Zeit für ein Favoritenvideo und beginnen möchte ich einmal mit diesem Reinigungsöl hier von Dermalogica. Es ist ein Öl, was ich seit ungefähr 2-3 Monaten verwende und wirklich hellauf begeistert bin von diesem Produkt. Ich benutze es pur, also das heißt, ich gebe 1 bis 2 Tropfen auf meine Handinnenfläche, verteile das in mein Gesicht, emulgiere das Ganze dann mit Wasser nochmal auf und nehme es runter und meine Haut ist somit vorbereitet für die nächstfolgende Hautzustand. Zustandsgerechte Reinigung und ja, ich liebe dieses Öl einfach. Es entfernt Make-up-Reste, Hautfette und riecht einfach nur ganz, ganz toll. Und enthalten ist Olivenöl und Aprikosenkernöl und ja, ich benutze es wie gesagt als Vorstufe zu der eigentlichen Reinigung. Morgens dann nochmal zu meinen Favoriten zählt dieser Nagelhärter, das Horsepower von Butter. Und ja, das ist einfach ein Produkt, was mir in den letzten Monaten bzw. Wochen sehr, sehr schön geholfen hat, beziehungsweise sehr, sehr gut geholfen hat, weil ich einfach extrem problematische Fingernägel habe, weil sie sehr dem Wasser ausgesetzt sind. Und ja, ich weiß nicht, ich neige einfach dazu, dass meine Nägel ein bisschen schlittern. Und das nervt mich halt. Und in Kombination mit Horsepower von Butter und einem Arganöl habe ich das wirklich gut in den Griff bekommen und sowas dauert natürlich immer so ein bisschen, ne? Also bis man so die ersten Fortschritte sieht, aber es ist sichtbar so langsam und ich bin echt froh, da was gefunden zu haben. Dann möchte ich euch ein Produkt zeigen, welches ich euch schon mal in die Kamera gehalten habe, und zwar das Softöl Balsam von Balea. Es gehörte auch schon mal zu meinem Favoriten, es gehört immer noch zu meinem Favoriten. Gerade so nach dem Sonnenurlaub hat es meiner Haut einfach nochmal Feuchtigkeit geschenkt und Lipide verabreicht, die die Haut einfach nach dem Sonnen auch braucht, nach einem Sonnenurlaub. Und deswegen gehört sie immer noch zu meinen absoluten Top-Favoriten und ich kann sie euch nur mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Des Weiteren zu meinen Favoriten gehört einmal das Shimmer Brick Compact von Bobbi Brown. Und zwar ist das dieses schöne Puder, nenne ich das jetzt mal hier. Also es ist so ein Highlighter, so ein rosig gold. Also es ist so rosig, ne, in verschiedenen Rosetönen. Dann haben wir hier oben einmal einen Highlighter. Und ja, das ist einfach nur ein wunderschöner Blush-Puder. Also es ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Ihr könnt es auch als Lidschatten verwenden. Sieht wunderschön auf den Wangen aus. Ihr seht, ihr habt hier verschiedene Farbabstufungen, die ihr wirklich individuell dann auftragen könnt. Ich habe es mir immer ganz simpel gemacht. Also ich bin mit dem Pinsel rein, habe es mir auf die Wangen aufgetragen und ihr habt gleich einen Hauch von Frische. Und das Schöne ist einfach, ihr habt nochmal so einen Glow auf den Wangen. So wirklich so einen wunderschönen Glow. Und ja, deswegen sehr oft getragen und gehört auch zu meinen absoluten Top-Favoriten. Dann habe ich ein Produkt entdeckt, welches ich schon wieder ganz lange in meiner Schublade gebunkert habe und es mir vor ellenlanger Zeit schon mal gekauft habe. Und zwar handelt es sich um den Big Boom Astor Mascara. Den habe ich dann irgendwann mal in meiner Schublade verschwinden lassen, ihn jetzt wieder rausgeholt und feststellen müssen, dass er eigentlich total cool ist. Also er ist wirklich sehr, sehr schön. Er gibt den Wimpern Volumen und hat ein intensives Schwarz. Die Bürste ist etwas geschwungen, wie ihr sehen könnt. Und so generell gilt ja so, dicke Borsten bzw. Bürsten geben den Wimpern ja eher Volumen statt Länge. Und das tut diese hier. Und ja, Astor kennt ihr alle, gibt es bei Rossmann, DM, Müller und so weiter. Ne? Also Big Boom von Astor, mein Favorit. Der hier gehört ebenfalls zu meinen Favoriten des letzten Monats. Und zwar ist die Rede von dem MAC Lidschattenpinsel 217. Er ist zu Recht gehypt, weil er einfach ein bombengeiler Pinsel ist. Also mit dem könnt ihr wirklich ganz, ganz toll arbeiten. Die Borsten sind wirklich sehr, sehr weich, sie sind flach. Mit diesem Pinsel könnt ihr wunderbar Lidschatten auftragen, gleichzeitig in der Lidfalte verblenden, aufs bewegliche Lid auftragen. Also ich finde, ein absolutes Schätzchen und auch deswegen gehört er zu meinen Favoriten. Das Produkt, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, hat es nochmal so ganz, ganz knapp in meine Favoriten des Septembers geschafft. Und zwar rede ich von dem Dupe des Tangle Teasers. Ich habe nämlich letzte Woche Samstag bei DM zufällig das Dupe dazu gefunden. Und zwar die Ebelin, da stand irgendwie Entkräuseler oder so, nannte sich
das, also es steht so auf der Verpackung drauf, aber es soll letztendlich das Dupe sein zu dem Tangle Teaser. Ich finde es eigentlich ganz schön, also ich finde dieses Teil ganz schön. Ich hatte den Tangle Teaser auch schon, habe ihn dann an meine Nichte weiter verschenkt. Fand den Tangle Teaser auch total super, total schön und auch klasse wie die Haare, aber irgendwie habe ich ihn mir dann nicht nochmal besorgt, weil, ja, keine Ahnung, war auch mit den anderen Bürsten so zufrieden, aber im Prinzip ist es eigentlich eine schöne Bürste gewesen. Der hier jetzt, ich habe ihn gesehen, habe gedacht, oh geil, nehme ich mal mit, weil der hat nur gekostet 8,95 oder so. Und gab es auch in verschiedenen Farben, habe ihn mir gleich mitgenommen, gleich auf Instagram Bild gepostet und gefragt, wer schon damit Erfahrung hat. Es waren noch nicht so viele, also es sind noch viele unter euch, die den noch nicht haben. Gab einige, die den schon hatten. Und ja, also ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich merke da jetzt nicht so einen Unterschied zum Tangle Teaser. Vielleicht, weil es auch schon ein bisschen länger her ist. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, ne? Normalerweise müsste man jetzt hier nochmal den Ebeline, die Bürste oder nochmal den Tangle Teaser. Aber ich habe mir gedacht, ey, mein Gott, jetzt nochmal extra einen Tangle Teaser besorgen und dann hier Vergleich und so. Finde ich irgendwie unnötig. Also ich habe ihn jetzt eine Woche lang getestet und sowohl bei trockenem Haar, bei gestyltem Haar, bei nassem Haar, was mir immer ganz wichtig ist. Und ja, also ich liebe ihn, sonst hätte er es jetzt nicht in meine Favoritenliste geschafft. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn jetzt habe. Ich sehe jetzt keinen wesentlichen Unterschied zu dem Tangle Teaser, von daher, außer dass der hier günstiger ist. Und ja, und ich den jetzt erstmal weiterhin benutze. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt meine Favoriten des Monats September gezeigt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde natürlich interessieren, was sind eure Favoriten? Habt ihr das ein oder andere Produkt schon, was ich euch hier präsentiert habe? Habt ihr den neuen oder das Dupe zum Tangle Teaser, beziehungsweise den Entkräuseler nennt er sich, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr irgendeines dieser Produkte habt, dann empfehlt sie mir doch. Also, was heißt empfehlt sie mir? Gebt mir Feedback, wie ihr diese Produkte gefunden habt. Und nennt mir doch eure Favoriten für den Monat September. Also ich lasse mich da immer gern anfixen und würde mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt. Und sag euch jetzt schon mal bis zum nächsten Video. Und ich freue mich ganz toll auf euch. Bis bald, eure Sabi.